Ja, liebe Hüttenfreunde, Wad läuft aber im Bau raus. Düngergabe für meine Eiweißerbsen. Mein Düngerberater hat mir empfohlen, eine Startergabe von 1 Kilo Ammonsalpeter zu geben. Nachher nehmen die Eiweißerbsen den Stickstoff aus der Luft und da braucht es nichts mehr, kein Dünger mehr. Jawohl. Ah, der Stickstoff aus der Luft, also mit den Knochenbakterien können Sie Stickstoff machen oder entnehmen. Ich bin da nicht ganz sicher, wie man das sagen soll. So, meinen Goldpol habe ich eingestellt auf 30 Meter Distanz und ich streue erst den Umgang rings ums Feld zur Grenze in einer Distanz von 15 Metern. War recht da.